Welcome. Bienvenidos. Willkommen. Die momentane Zeit ist sehr speziell und auf die besondere Situation müssen und haben wir uns ja auch schon in großen Teilen angepasst. Lernen auf Distanz ist eine neue Form des Lernens, die wir gezwungenermaßen umsetzen müssen. Lesen auf Distanz, idealerweise kombiniert mit Hören, sollte gefördert werden, das gerade im Rahmen des Französischunterrichts auf Distanz. Das ist möglich mit den Lektüren aus der Klettreihe Je lis et j'écoute. Ein mögliches Lernsetting, konkret an drei Beispiellektüren für drei unterschiedliche Lernjahre, möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Ich denke, wir sind uns einig, dass das Ziel in etwa so aussehen soll. Die Schülerinnen und Schüler sollten idealerweise den Wert und die Freude am Bücherlesen entdecken. Das Foto ist sicherlich eine idealisierte Darstellung, aber gleichzeitig zeigt es auch den Wunsch an, dass Jugendliche ein Interesse an Lesen und Büchern und im Idealfall natürlich fremdsprachlichen bzw. französischen Büchern oder Lektüren entwickeln sollen. Insgesamt sollten wir für die momentane Zeit die methodische Zielvorgabe anpassen. Vor der Corona-Zeit haben wir den Unterricht meist auf kooperative Lernformen ausgelegt, insbesondere Partner- und Gruppenarbeit. Nun sollten wir in den kommenden Wochen und Monaten individuelle Lernformen in den Blick nehmen, als Ziel definieren und, wo es möglich ist, kooperative Ansätze einbinden, die auf Distanz möglich sind. Das Ziel sollte also lauten, wie kann ein Schüler oder eine Schülerin individuell bestmöglich Lernfortschritte erzielen. Ja, wenn Schülerinnen und Schüler vermehrt alleine zu Hause arbeiten, dann bedeutet das zwangsläufig, dass sie in großen Teilen selbstständig arbeiten müssen. Ausgehend von der Sozialpsychologie möchte ich Ihnen einen interessanten Gedanken von Alfie Cohn präsentieren. Alfie Cohn ist ein amerikanischer Autor im Bereich Bildung und Erziehung, dessen Arbeiten von John Dewey und Jean Piaget beeinflusst sind. Er sagt, "What matters is not what we teach, it's what they learn. And the probability of real learning is far higher when the students have a lot to say about both, the content and the process." Und ich möchte das mit diesen beiden Fotos darstellen. Also nicht nur stumpfes Lesen am Schreibtisch für die Schule sollte sich etablieren, sondern wirkliche Lust aufs Lesen. Ein methodischer Ansatz ist das TLB, das ich gleich vorstelle. Es basiert auf der Idee des Self-Tracking. Dazu habe ich Ihnen mal eine konkrete Definition herausgesucht. Self-Tracking bezeichnet die Erfassung von Daten, die die eigene Person betreffen. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der genau das macht, meistens mit der Smartwatch. Ja, und diesen neuen Trend können wir uns als Fremdsprachenlehrerinnen und Lehrer zunutze machen. Es geht darum, dass sich die Schülerinnen und Schüler bewusst beim Lesen beobachten und sich tracken, das heißt dokumentieren, wie und wann sie lesen. Das Ziel definieren Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler gemeinsam, den Roman zu lesen und möglichst dabei mit Freude die Inhalte zu erfassen. Das wäre ein Beispiel für ein globales Ziel. So können die Jugendlichen ihre Stärken und Schwächen hier im Bereich Leseverstehen festhalten und im Idealfall reflektieren. Die Dokumentation darf dabei natürlich nicht mühselig oder gar aufwendig sein, sondern sollte eigentlich nebenbei en passant geschehen. Ja, der Grundgedanke wird deutlich, es geht darum, sich als Teil des Lern- bzw. hier als Teil des Leseprozesses zu begreifen. Ein kaum aufwendiges Werkzeug ist das TLB. Wie gesagt, es ist mit der Idee des Tracking entworfen, ein Tableau Lecture Personnel, hier also ein Beispiel. Die Kategorien können Sie je nach Lerngruppe selbst wählen und definieren. Hier sind es 5 Kategorien. Es geht in der ersten Kategorie um die Kapitel, die gelesen wurden. Dann die Frage, wo gelesen wurde. Und hier ist dann ein interessanter Austausch möglich, wenn es wieder in den Präsenzunterricht geht. Im Unterrichtsgespräch erfahren dann die Schüler, dass es durchaus auch möglich ist, dass man im Bett, im Garten, auf dem Sofa, wo auch immer lesen kann, auch wenn es eine Aufgabe für die Schule oder für den Unterricht ist. Die 4. Kategorie, Combien de pourcent du chapitre est-ce que tu as compris, erlaubt den Schülerinnen und Schülern zu verstehen, dass es eben nicht notwendig ist, immer 100% zu verstehen. Ja, und mit Hilfe des Textes sollen dann die Schülerinnen und Schüler Stichworte auswählen, die das Wesentliche des Kapitels wiedergeben. Stärkere Schülerinnen und Schüler können versuchen, eigene Worte zu finden. Ein solcher Ansatz lässt sich hervorragend mit den Lektüren aus der Reihe Je lis et j'écoute durchführen. 3 konkrete Beispiele möchte ich Ihnen zeigen. Starten wir mit dem 2. Lernjahr. Für dieses Lernjahr ist die Lektüre Ça commence bien von Christelle Jambon erschienen.
Sie kann als eigenständige Unterrichtseinheit bzw. Modul direkt ohne großen Aufwand gelesen werden. Das entspricht dem Sprachniveau A1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Und ja, wie bereits angedeutet, lassen sich alle Kompetenzen, alle funktionalen kommunikativen Kompetenzen und die interkulturelle Kompetenz fördern. Kostenlos gibt es, wie bei allen Lektüren aus der Reihe, das Hörspiel zum Download auf Smartphone, Tablet oder PC dazu. Unfassbar wertvoll in dieser Zeit meines Erachtens, damit die Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig Französisch im Ohr haben. Es deckt Themen wie Freundschaft und Alltag von Jugendlichen in Frankreich am College ab und es hat den Anstrich eines, ja, Krimis, da es sich um ein spannendes Szenario hält. Im Wesentlichen geht es um vier Jugendliche am College. Lilly ist die Neue. Sie ist aus Deutschland für 3 Jahre am College in Frankreich. Sie entdeckt die französische Schule und lernt Freunde kennen. Gemeinsam sammeln sie Geld für eine Skifahrt mit der Klasse. Doch am Tag der Abgabe des Geldes fehlt Geld in der Kasse. Lilly und ihre Freunde leisten dann Detektivarbeit, um herauszufinden, wer das Geld genommen hat. Neben klassischen Hör- und Leseverstehensaufgaben im Anhang der Lektüre gibt es weitere interessante, abwechslungsreiche Übungen. Hier ein Beispiel, wenn Sie sehen links unten, es gibt solche En-Plus-Aufgaben, ein Beispiel links unten. Comment est-ce que tu trouves la photo de Benjamin trop cool, marrant, nul? Et toi, tu aimes faire des photos? Si oui, qu'est-ce que tu prends en photo? Sie sehen, das sind Aufgaben, die eine wirkliche Mitteilungsabsicht für die Schülerinnen und Schüler beinhalten. Sie treffen auch die Lebenswirklichkeit von Schülerinnen und Schülern. Das heißt, Schüler werden hier Teil des Leseprozesses, müssen sich äußern. Wenn sie sagen, sie haben eine schwache Lerngruppe, ist es möglich, durch Scaffolding die Schülerinnen und Schüler, das heißt durch Vorgabe von Worten, Halbsätzen, Phrasen, zu unterstützen, sodass auch schwächere Schülerinnen und Schüler persönliche, individuelle Antworten formulieren können. Drapeau Rouge ist eine Lektüre von Julie Chauvet für Schülerinnen und Schüler im dritten Lernjahr geschrieben und deswegen überwiegend auf dem Sprachniveau A2 anzusiedeln. Alle kommunikativen, funktionalen kommunikativen Kompetenzen und die IK lassen sich fördern. Auch hier ist das Hörspiel mit dabei und Themen wie Freundschaft, Freizeitaktivitäten, Urlaub unfassbar wichtig momentan sowieso. Und auch Sport, insbesondere Surfen, werden hier angesprochen. Die Geschichte spielt auf der Île d'Oléron. 3 Jugendliche werden Freunde, doch plötzlich sind sie spurlos verschwunden und die Eltern machen sich Sorgen. Auch hier ein Beispiel für weiterführende Aufgaben, die eben neben klassischen Leseverstehens, Hörverstehens, Schreibaufgaben im Anhang zu finden sind. Hier geht es auch um landeskundliche Themen, die weitere Möglichkeiten zur thematischen Vertiefung bieten. Auf der einen Seite ist eine Recherche gefragt. Auf der anderen Seite sehen Sie hier, gibt es mögliche Ankerpunkte, um weiter in bestimmte Bereiche zu arbeiten, die vielleicht das Interesse Ihrer Lerngruppe treffen. Beispielsweise weitere interessante Aktivitäten auf der Insel oder Sehenswürdigkeiten aus der Region oder ein ganz offenes Thema, französische Inseln. Ja, das lässt sich hier thematisch ideal anbinden. Depuis notre dernière rencontre, für das vierte Lernjahr geschrieben, entspricht dem Niveau A2, B1 und auch dort natürlich lassen sich alle kommunikativen und die interkulturelle Kompetenz fördern. Moderne Medien kommen auch hier zum Einsatz. Lesen auf Distanz ist also hier natürlich möglich. Und bei dieser Lektüre gibt es sogar einen Bonus, nämlich neben dem Hörspiel mit der Originalstimme von Charles de Gaulle gibt es auch ein Video. Themenbereiche, die angeschnitten werden, sind unter anderem natürlich auch der Freundschaft, die deutsch-französischen Beziehungen, ein Schüleraustausch zwischen Deutschland und Frankreich, aber eben auch geschichtliche Aspekte. Ja, im Kern, ich habe es gerade genannt, geht es um einen deutsch-französischen Schüleraustausch. Die Austauschpartner Moritz und Damien verstehen sich super und entdecken bei ihrem Geschichtsprojekt für die Schule, dass Damiens Großvater in den 1960er Jahren sich in eine junge Deutsche verliebt hat, sie aber aus den Augen verloren hat. Ja, gemeinsam mit der Freundin Silia versuchen die 3 Freunde, die Jugendliebe von Damiens Großvater heute, knapp 60 Jahre später, wieder ausfindig zu machen. Ja, wie gesagt, mit der Lektüre und der kostenlosen App für Sie und für die Schüler gibt es eben auch ein Video von der Rede von Charles de Gaulle aus dem Jahr 1962, die eine wichtige Rolle in der Lektüre spielt. Dazu 2 Beispielaufgaben. Hier geht es ums Hörsehverstehen, die die Schülerinnen und Schüler also individuell auch bearbeiten können mit ja, unterschiedlichen Aktivitäten.
Und zum anderen bietet aber auch diese Rede die Möglichkeit, einen authentischen Anlass zu finden, um eben eine Mediation durchzuführen. Denn wir haben hier wirklich authentisches Material, was genutzt werden kann, um ein Szenario zu schaffen, mit diesem Material zu arbeiten. Ja, Sie sehen beispielhaft anhand dieser drei Lektüre für unterschiedliche Lernjahre, wie sich Lust aufs Lesen generieren lässt und gleichzeitig ja quasi nebenbei unterschiedliche Kompetenzen gefördert werden können durch individuelle Arbeit, begleitet aber durch Sie. Ja, bedingt oder aber besser ermöglicht durch das Lesen und Lernen auf Distanz in dieser Zeit.